Aber mit 16.000 Euro könnten wir eigentlich tatsächlich immer wieder zurück ins Hotel. Würde sich das ja schon wieder lohnen. Thermit zum Werfen, okay. Na, erstmal müssen wir den Siff hier wahrscheinlich auch erstmal wegmachen. Ob wir überhaupt irgendwo hinkommen. Moment, ich speichere mal kurz. Sicher ist sicher. So. Wer sind Sie denn? Ach, sie hat bestimmt gesprochen, ne? I'm surprised to see who's well alive. Du siehst aus wie so ein Nun, ey. Oh, where are my manners? I'm Cecile, and I serve the Archbishop. I'm the only one left. Everyone's dead. From the petrification disease or from the monsters. I didn't die. But my heart breaks more each day. Can you do me a kindness? Bring me the holy mark from the Archbishop's quarters. The Archbishop was a true saint. He was my savior. If I write his words into my heart, maybe it'll give me the strength to carry on. Das bezweifle ich. I can't die. But perhaps this can help me live again. Please, bring me the holy mark as quickly as you can. Okay. Kommt auf meine To-Do-List. Da kommen wir nicht durch. I can't die. Okay. Schauen wir mal, ob wir da überhaupt rankommen, ne? Was schießt mich da an? Hä? Ich bin verwirrt. I trigger die Sachen. Okay, da vorne. Ach du Scheiße. Ja, nee, komm, wir gehen, glaube ich, erstmal wieder ins Hotel und leveln erstmal. Dann überlege ich, wie wir da durchkommen. Teleportieren. Ja, Hotel gerade. Wir haben drei Sachen, die wir da machen können. Ich glaube mit... Ah, wie hieß denn der nochmal? Den, den wir in der Fabrik gefunden haben. Ich glaube, mit dem hatten wir auch noch nicht gesprochen, oder? War gerade unsicher. Der Fabrikbesitzer und eine Schallplatte neu haben wir auch noch nicht gefunden. You're changing somehow. That is how you are unique. You can go beyond a puppet's limits. I don't even know if Geppetto is aware of this. Learn from how humans behave, how they feel. Even lie if you must. Those lies may change you, may rewrite reality. Lies are a weapon. Used by humans who thrive in a world of deception. I'll use my power to help you. Gerne. So, schauen wir mal. Vitalität gerne. Ausdauer gerne. Da haben wir noch Legion. Gewicht. Ach, am liebsten alles. Das hier gerne. Ah, ich habe nicht mehr genug. Okay. Na, machen wir das erstmal so. Ich kann ja noch eine Waffe verbessern. Mal wieder ein paar Sachen. Na, zeig mal hier. Sicher Mondstein 3 von 1. Perfekt. Bessern wir die mal. Zack. Wir haben eine Menge versteckte Mondsteine.
Okay, Säbelklinge. 854. Warum haben wir die eigentlich nicht ausgerüstet, sondern die gerade? Feueraxtklinge. Wahrscheinlich war die bei irgendeinem Gegner bestimmt ganz nett. Voll physischer Angriff 144, haben wir nur 126. Die hat nur ein bisschen mehr Reichweite wahrscheinlich. Können wir eigentlich beide auch verbessern. Theoretisch versteckte Mondstein haben wir eine Menge. Obwohl wir auch wieder vier brauchen. Machen wir mal. Muss ich welchen Mondstein haben wir nochmal? Die könnten wir theoretisch nochmal verbessern. Ich habe halt immer die Angst, dass wir gleich irgendwie demnächst wieder eine geilere oder bessere Waffe finden könnten. Oder einen Händler oder irgendwie sowas. Verbessert die mal nochmal. Da haben wir sowieso die meiste Zeit rum. Ist die Katze wieder da? Ne, die ist wieder weg. Okay. So, jetzt halt kaum noch Ergo. Stimmt, du warst das mit dir schon geredet. Du hattest Dinge. Kann ich mir sowieso gerade nicht mehr leisten. Verkaufen. Möchte ich eigentlich gerade auch nichts. Herstellen. Gerade haben wir ja. Das ist ein Strom. Ist das Strom? Nee, säurehaltig. Gibt's Landemine. Das Ding müsste es sein, oder? Nee, panzerbrechende Granaten? Okay, auch spannend. Stimmt, wir haben ja wieder so ein Legionsstrom. Stecker. Ist die Frage, Flammenberge haben wir ja gerade schon. Achso, dafür brauchen wir wieder so ein extra Ding, so ein leistungsstarker Flammenverstärker. Okay. Aber die neuen Sachen hier oder die anderen Sachen könnte man nehmen. Die eine Bewegungs- empfindliche bewegungsempfindliche Landmine installieren können. Das hier war, die eine klebige säurehaltige Substanz abfeuert. Sie verätzt Feinde, die in die große Säurelache treten, die sie erzeugt. Nehmen wir auch Schaden, wenn wir da reinlaufen? Das frage ich mich. Das wäre dann nicht so gut. Gegnerische Angriffe mit deinem linken Arm abblocken kann. Auch nicht schlecht. Wenn sie von einem Schlag getroffen wird, explodiert das eingebettete Gerät und fügt dem Feind Schaden zu. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Könnte praktisch werden. Panzerbrechende Granaten aus der Ferne abfeuert. Das gefällt mir auch. Aber ein bisschen Fernkampf. Die abgeschossenen Granaten explodieren noch kurz nach dem Aufprall. Was machen wir? Nehmen wir ein Schild? 12,4 Kilo, das wiegt ganz schön viel. 153, 120 und 52. Ich überlege gerade, was ich eventuell am ehesten verwenden würde. Ich meine, die Legionswaffe können wir ja leider eh nur am Stargazer verwenden. Und gerade haben wir ja Strom. Was mir bisher noch am besten gefällt. Was wir ja leider nicht verbessern können. Anscheinend.
und her gerissen, ne? Weil das könnte wieder für Bosskämpfe ganz nice sein, wenn wir aus der Ferne mal ein bisschen was machen könnten. Blocken ist aber natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, ich würde fast Falkenaugen nehmen. Möchtest du dies tauschen? Gerade haben wir Flammenberge. Ich will bisher noch gar nicht so sehr verwendet haben. Macht auch nicht so krass viel Schaden. Da können wir tauschen mal. Aber Feuer haben wir mal noch, ne? Ja. Gut. Neues Schießpulvermaterial. Erhöht die Reichweite. Cool, cool. Modifizieren. Das geht auch noch. Möglich das Bewegen beim Aufladen. Puppenschnur. Ja, die Puppenschnur waren ja auch ganz cool für den Anfangsbereich. Elektroblitz, Flammenberge. Ah, das können wir auch mit einem Legion-Kaliber verbessern. Aber das erhöht nur die Reichweite der Explosion. Was heißt, wenn einer daneben steht, dann könnten wir den vielleicht auch so ein bisschen erwischen. Deswegen würde, glaube ich, eher auf Strom gehen, weil Strom benutzen wir gerade mit am meisten. Können wir uns dabei bewegen. Leckstrom. Wenn der Elektroblitz aufgeladen wird, sprühen kleine Funken, die Schaden verursachen. Auch nicht schlecht. Aha. Okay. So. Hätten wir das auch? Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal nach oben zu den anderen, beziehungsweise Vinigni. Vinigni. Nee, Giuseppe. Geppetto. Geppetto. Jetzt haben wir's. Geppetto. Du musst dir mal das Ding angucken, was ich gefunden habe. A city of Krat. It's probably not how you remember it, eh? Ask me any questions, and I'll fill in the gaps. Finde ich die Werke? Nee, das war eigentlich gar keine Frage. Ich habe so ein Ding gefunden. Ich dachte, das machst du mir irgendwie. Vielleicht muss ich mich hier auch draufsetzen. Das leuchtet so schön. Mal schauen. Lass da nochmal Form ändern. So, wir haben keine Form. Okay. Vielleicht können wir uns ja ein bisschen verbessern. Ja, stimmt, wir hatten ja jetzt wieder einen Quarz gefunden. Ich erinnere mich. Genau, Fabelkünste hatten wir, glaube ich, das letzte Mal verbessert. Leerer Slot. Was nehmen wir denn da? Er hat den überwältigen Angriff von Ladungsangriffen. Ja. Wertet den Angriff von tödlichen Angriffen auf. Bewältigdauer erhöhen. Ja, wäre auch nicht schlecht. Ne? Das ist auch nicht lang, leider. Wenn er dann selber gerade angreifen will, dann verpassen wir das auch häufiger mal. Blockregeneration, Wiederherstellung auf Werten 1. Pulszellen, Ladung für tödliche Angriffe verbessern. Aufwertung für Ladung von entladenen Pulszellen nach tödlichem Angriff. Schaden bei Ausweichen verringern. Ha, ich will alles. Was macht denn am meisten Sinn? Legion wird bei Eliminierung von Feinden geladen. Würde ja so ein bisschen zum Fabelslot passen, ne? Außer Verbrauch für Ladungsangriff verringern. Fabelladung für perfekter Block aufwerten. Gut, wir blocken nicht so viel. Nehmen wir schon mal nicht. Die Waffenhaltbarkeit, Wiederherstellungsgeschwindigkeit des Schleifers.
Was nehmen wir? Legion wird Eliminierung von Feinden geladen. Finde ich ganz gut bei so kleineren. Schaden bei Ausweichen verringern finde ich eigentlich auch nicht schlecht, weil wir viel ausweichen. Achso, den Typen dürfen wir ja gar nicht mehr verwenden. Den hatten wir ja schon. Stimmt. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal Ausweichen, wa? Macht für mich am meisten gerade Sinn. Tada! Oh, jetzt haben wir das Umbau aufgedeckt. Cool. Phase 2. Oh ja, Pulszellen müssen wir definitiv erhöhen. Aufsteiger ausweichen. Ermöglicht ausweichen, wenn man am Boden liegt. Oh yes, da brauchen wir auch. Da brauchen wir so lange, bis er aufsteht. Und letzter Slot. Blockregeneration beibehalten. Auch nicht schlecht. Okay, cool. Aber immer noch so ein Ding. Oh, Entschuldigung. A city asked me. Kann ihn dazu nicht befragen. Könnte man sonst irgendwie anders noch befragen? Hatten wir hier oben nicht noch eine weitere Tür offen? Nee. Okay, dann war das wahrscheinlich bisher dann nur eher hier unten. Ich meine, viel mehr haben wir bisher auch noch nicht gerettet. ein verschlüsselt kryptisches Gefäß. Besuche Venigny im Hotel, um es zu entschlüsseln. Ja, ich bin hier. Venigny, du bist doch Venigny hier. Hallo, ich bin hier. Jetzt. A cryptic vessel. Well, I would expect nothing less from you. What I mean, of course, is that this is a humble invention of mine. A cipher device. Once your information is locked in here, only you can get it out. Of course, once people realize the value of a truly unbreakable way to keep secrets, knockoffs flood the market. The trials and travails of true genius, forever copied, never credited. But I admit, even some of these knockoffs could still hold secrets. You're welcome to take a crack at, well, cracking it. Who knows? It could lead you to something truly valuable. Or at least more practical. May I be of assistance? I can decipher this in moments, if you'd allow me. Jo, mach mal. I admit I'm a bit rusty, but it's all starting to come back to me. Genius never sleeps and never truly abandons the truly brilliant. What? No, of course I didn't read the contents. Who has time to read anymore? But I could help you read it if you want to. Oh. Entschlüsselung des handgefertigten kryptischen Gefäßes. Befehle. Schlage die Puppe, die an der Alchemistenbrücke von Elysium Boulevard hängt. Ha. Okay. Anhang. Eine Nachricht an Adelina. Liebe Adelina, ich habe für dich eine Zuflucht vorbereitet. Es handelt sich dabei um eine Wohnung am Elysium Boulevard. Du kannst dort bleiben, bis sich alles beruhigt hat. Ich habe veranlasst, dass dich jemand dorthin bringt, sobald du die Alchemistenbrücke am Elysium Boulevard erreicht hast, bist du in Sicherheit. Die Adresse und der Schlüssel sind in der Puppe versteckt, die an der Alchemistenbrücke hängt. Bitte deinen Begleiter, die Puppe zu schlagen. Die Zuflucht sollte unser erstes Zuhause sein, nur ja, das nächste Mal. Okay, interessant. Um mich für das Geschehen erkenntlich zu zeigen, begleite ich die Alchemisten ein Stück. Wir gehen zum Sankt Frangelico Kathedrale und dann den ganzen Weg bis zur großen Ausstellung. Vielleicht geht es darum, den Flüchtlingen Heilmittel gegen die Verscheinungskrankheit zu bringen. Ich komme zurück, sobald es erledigt ist. Okay. Schlag die Puppe. Da müssen wir direkt mal hin.
ist ja spannend. Schlagipuppe. Wo fahren die nochmal? Hier war das Rathaus. Zugskanal. Zentrum der Venigni-Werke. Wo war denn die Brücke nochmal? Hier ist der Eingang Elysium Boulevard. Im Haus. Stimmt, ich glaube, wir müssen zum Haus, ne? Was da richtig ist. Hier. So. Von da müssen wir zur Brücke kommen. Kaffeekopf war zum Werfen dabei. Die beiden. Ich renne einfach mal. Da hängt sie. Perch Puppets. Dort war es schon mal nicht. Warte mal. X. Können wir die irgendwie markieren? Nee. Okay, dann muss ich glaube ich erstmal was zum Werfen ausrüsten. Wir haben doch hier so Dinger. So Thermitsachen, sowas hier. Obwohl so ein Feuerding will ich glaube ich da nicht drauf werfen. Scharfes Rohr, sowas. Okay. Ah! Ja, das wäre natürlich besser. Brief mit der Adresse der Zuflucht. Anschrift Elysium Boulevard 221b. Alles liebe Adelina, ein Schlüssel ist enthalten. Ach ja, wo ist das denn? Eine braune Tür. 221b, weiß ich ja natürlich direkt, wo das ist. Das könnte vor dem Bosskampf gewesen sein. Dem Polizisten. Daran muss ich gerade so ein bisschen denken, weil da war auch so ein bisschen Gelände, aber da stand doch eigentlich keiner drauf. Aber ich glaube, ich mache jetzt eh nochmal eine kurze Pause, weil ich die ganze Zeit schon auf Klo muss. Bis gleich. Dann suchen wir das Ganze mal. So, bin wieder zurück. Wisst ihr, woran mich das so ein bisschen erinnert, dieses Bild? Weil da ja auch dieser eine Typ steht und da hinten sieht man, dass da so ein Gerüst ist. Ich glaube, da sind wir ein paar Mal gestorben. Ich kann mich erinnern. Da kommt doch dieser eine Pinseltyp da aus der Ecke. Das müsste beim Dingens sein, wo wir gerade rausgekommen sind, oder? Das ist aber ein bisschen gedauert. Ich muss da jetzt ein bisschen drauf starren. So, Koffi, lasst mich in Ruhe. Wahrscheinlich nicht. Naja, komm. Ah, scheiße. Kann ich das? Doch, das kann ich triggern. Die lassen mich in Ruhe. Hast du eigentlich irgendwas Neues? Achso, ich habe ja sowieso kein Ergo gerade. Aber nee, ich glaub nicht. Doch, da steht der Typ und zeigt so in die Luft. 221b, ja, nice. Geil. Okay. Oh, ein Tresor. Da
Hier, Jagdbekleidung des Eulendoktors und ein Quarz. Okay. Ausrüstung. Kostüm. Wie sieht das aus? Was haben wir jetzt gerade an? Jagdbekleidung des Überlebenden. Sie gehörte dem, der seinen Eid gebrochen hat. Das ist sehr grün. Die Kleidung des Eulendoktors. Sie sieht normal aus, aber sie hat etwas Grausames an sich. Ich beschloss, sie zur Ruhe kommen zu lassen, als sie noch Menschen waren. Dies waren seine letzten Worte, bevor er seine Approbation verlor. Mhm. Ich glaube, ich ziehe wieder das an. Das finde ich ein bisschen hübscher. Interessant, jetzt haben wir noch so ein P-Organ-Ding. Hier ist es sehr dunkel. Damit können wir uns noch mal ein bisschen aufwerten im Hotel. War cool. Ich hatte so ein bisschen auf so einen Schlüssel der Dreifaltigkeit gehofft, aber... Wo auch immer das sein soll, ne? Gehen wir nochmal zum Hotel. Können wir unser P-Organ nochmal verbessern? Ich glaube, ein Farbe-Ding müssten wir jetzt mehr haben, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was das letzte nochmal war, genau. Ja, jetzt haben wir 4 da oben. Na du, stehst du hier vorne? Gerade Versorgungskiste kann Polendinas Laden erweitern. Ist das sie hier vorne? Heißt sie so? Ich habe mir ihren Namen leider nicht gemerkt. Nee, bist du Genie. Okay, kennen wir vielleicht noch nicht. Oder war das er hier drüben? Siehst du so? Ja! Du warst es. Waren hinzufügen. Versorgungskiste. Jetzt hat ihm gebracht, ob und das Ergo-Fragment, was ich jetzt kaufen kann. Toll. Was für ein toller Tausch. Also Mondsteinäpfel. Ein frischer roter Apfel. Er sieht so aus, als wäre er unglaublich süß und saftig. Ein süßer Apfel. Und gerade ist er heutzutage besonders wertvoll. Ja, es ist sehr teuer. Okay, Zeugs ist hier noch. Die Mondsichelsteine. Okay, war doch immer er hinzugefügt hat, reden. Okay, dann passt das erstmal. So, ich habe hier noch so ein Teil, was ich gerne ausrüsten. Ah ne, wir brauchen wieder einen Quarz, ne? Ah ne, wir haben einen Quarz, okay. Perfekt, was war hier nochmal? Erhöht überwältigbar Zeitfenster. Ketten ausweichen. Blockregeneration beibehalten finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ich meine, wir blocken jetzt nicht so viel, ne? Aber trotzdem. Aufsteiger ausweichen finde ich auch nicht schlecht. Ich will alles haben. Das finde ich aber auch sehr gut. Das können wir auch immer gebrauchen. Ich glaube, ich würde erstmal wieder auf das Ding hier gehen. Was nehmen wir da? Gibt es irgendwas, was gut dazu passen würde? Auf einen Angriff aufwerten, wenn Haltbarkeit maximal ist. Wenn entladen, warte den Waffenangriff auf, wenn Pulszellen entladen werden. Nicht schlecht. Wertet den überwältigenden Angriff von Ausweich- und Sprintangriffen auf. Zerstörung erhöht den Zerstörungsschaden an Feinden, wenn ein perfekter Block erfolgreich ist. Okay. Wertet den Wiederherstellungseffekt von Pulszellen auf. Das wäre wahrscheinlich das Beste dafür.
Aber sonst noch Fähigkeiten. Ja, ich glaube, das wäre am besten. Passt denn gut zueinander. Moment, habe ich das Richtige? Ja, hier, zack. Brauchen aber trotzdem noch einen Quarz, um das zu kriegen. Aber gut, hätten wir das auch. So, fanden wir ganz cool. So, zack. So. Zu Stargazer teleportieren. Ja, mal wieder in die Bücherei. Und überlegen uns, wie wir da durchkommen. Ich würde zu gerne wissen, wo dieser Schlüssel ist, der Dreifaltigkeit.